Nigger sind Nigger, Sir. Es tut mir leid, dass Sie sich die Sache dermaßen zu Herzen nehmen. Sie haben keine andere Wahl. Entweder Sie verkaufen Ihre Farm und ruinieren sich, oder Sie geben mir das, was Sie an Dollars flüssig haben und ein paar von diesen Niggern, und ich werde Ihnen Aufschub gewähren. Einer allein, und sei es Ihr bester Mann, ist mir zu wenig. Ich sage Ihnen, Haley, Tom ist ein ganz ungewöhnlicher Kerl. Er ist die Summe, die mir noch fehlt, überall wert. Er verwaltet meine Farm wie eine Uhr. Ordentlich und ehrlich. Sie meinen, so ehrlich wie Nigger sind? Nein, ich meine es wirklich. Tom ist ein guter, verständiger, frommer Bursche. Ich habe ihm alles, was ich besitze, anvertraut. Geld, Haus, Pferde. Letzten Herbst ließ ich ihn allein nach Cincinnati gehen, um für mich Geschäfte abzumachen und $500 zurückzubringen. Man hat mir erzählt, einige Kerle hätten zu ihm gesagt, warum machst du dich nicht mit dem Geld nach Kanada auf den Weg? Und was hat er geantwortet? Mein Herr hat mir Vertrauen geschenkt, ich kann nicht. Es tut mir leid, mich von Tom zu trennen, Haley. Das gestehe ich. Sie sollten mit ihm den Rest der Schuld getilgt sein lassen. Und Sie würden es, Haley, wenn Sie nur einen Funken Gewissen hätten. Ich habe gerade so viel Gewissen, wie ein Geschäftsmann sich leisten kann. Ich stehe in dem Rufe, die schönsten Neger auf den Markt zu bringen und stets in gutem Zustand, dick und ansehnlich. Ich schreibe das alles meiner Behandlung zu, Sir. Und Menschlichkeit, Sir, ist die Hauptstütze meiner Geschäftsführung. Hier in Kentucky verzieht man die Neger, Mr. Shelby. Ich aber behandle sie so, wie es sich lohnt, sie zu behandeln. Hey, da, Jim Crow, was ist denn das für ein schwarzes Bürschchen? Komm her, Harry. Zeige diesem Herrn, wie der alte Onkel Katscho geht, wenn die Gicht ihn plagt. Hurra, bravo, was für ein Blitzkerlchen. Und erstklassig in Schuss. Hören Sie, Shelby, geben Sie das Kerlchen zu und das Geschäft soll abgemacht sein. Das ist doch höchst anständig von mir, nicht wahr? Entschuldigung, Sir, ich suche Harry, wenn Sie erlauben, Sir. Na, nimm ihn mit, Eliza. Bei Gott, das ist ein Stück Ware. Ist das die Mutter von dem Bürschchen? Hab's mir gedacht. Mit dem Mädchen können Sie jeden Tag in New Orleans zum reichen Mann werden. Ich habe mehr als $1,000 für Mädchen zahlen sehen, die nicht ein bisschen hübscher waren. Vortrefflich, Sir. Prima Ware. Sie ist nicht zu verkaufen, Haley. Meine Frau würde sie nicht für ihr Gewicht in Gold hergeben. Ach, das sagen die Weiber immer, weil sie nichts vom Rechnen verstehen. Ich sage nein und ich meine nein. Aber das Kind müssen Sie zulegen. In der Klemme, in der Sie sitzen, komme ich Ihnen da wirklich sehr entgegen. Was wollen Sie denn mit einem 5-jährigen Kind machen? Einer meiner Freunde kauft hübsche Knaben, um sie für den Markt aufzuziehen. Ganz und gar ein Modeartikel. Man verkauft sie später als Diener an reiche Kerle. Und der kleine Kerl ist ein so komisches, begabtes Bürschchen. Ich verabscheue es, den Knaben seiner Mutter wegzunehmen. Unsinn, Ihre Frau schenkt ihr ein paar Ohrringe oder ein neues Kleid oder was anderes zur Entschädigung. Kommen Sie morgen früh wieder, Haley. Ich will mir die Sache überlegen. Da gibt's nicht viel zu überlegen, Sir. Ich habe verwünscht wenig Zeit und Geduld. Diesen Tom und den Knaben. Und wir sind einig. Eliza, um Gottes Willen. Was ist los? Wie siehst du denn aus? Bist du krank? Oder was ist dir zugestoßen? Ich bin weggelaufen, Tante Chloe. Ich muss das Kind in Sicherheit bringen. Mr. Shelby hat Harry verkauft. Verkauft? Komm herein. Ja, verkauft. Ich habe es selbst gehört, wie der Herr der Herren erzählt hat, dass er meinen Harry und auch Onkel Tom, ja, auch dich, Onkel Tom, an einen Sklavenhändler verkauft hat. Der gute Gott erbarme sich unser. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn Tom getan haben, dass Master ihn verkaufen sollte? Nichts hat er getan. Unser Herr ist in der Schuld des Sklavenhändlers. Wenn er Tom und Harry nicht verkauft, wird die ganze Farm versteigert. Aber ich gebe Harry nicht her. Ich kann nicht anders. Ich habe gestern Nacht mit George gesprochen. George geht nach Kanada und Harry und ich gehen mit George. Denn George ist mein Mann. Tom, du musst mit Eliza flüchten. Willst du dich flussabwärts schleppen lassen? Wo sie die Neger auf den Plantagen zu Tode schinden. Du hast einen Pass. Du kommst durch. Und in Kanada bist du frei. Ich pack deine Sachen. Ich gehe nicht. Eliza soll gehen. Sie hat ein Recht dazu. Sie rettet ihr Kind. Aber wenn entweder ich verkauft werde
oder alle Leute auf der Farm, so sollen sie mich verkaufen. Ich glaube, ich kann es so gut aushalten wie jeder andere. Master ist nicht zu tadeln. Er wird für dich und die Kinder sorgen. Lass uns an die Gnade denken, die uns bisher zuteil geworden ist. Gnade? Ich sehe keine Gnade darin, dass du verkauft wirst wie ein Stück Vieh. Der Master schuldet dir deine Freiheit. Und wenn ihm Gott verzeiht, ich kann ihm nicht verzeihen. Wenn du mich liebst, dann sprich nicht so. Ich bin dankbar, dass ich verkauft worden bin und nicht du und die Kinder. Gott segne dich, Eliza. Dich und deinen Harry. Sam und Andy werden dich begleiten. Bis zum Ohio schafft ihr es in der Nacht. Chloe! Chloe! Guten Morgen, Mrs. Ich möchte wissen, wo Eliza bleibt. Ich habe schon dreimal heute Morgen nach ihr geklingelt. Andy soll doch mal nachschauen. Jawohl, Mrs. Andy! Andy, hast du gehört? Ich laufe ja schon, Tante Chloe. Oh Gott, was wird nur geschehen? Tante Chloe! Tante Chloe! Ach, Mrs., Elizas Kasten sind alle offen. Ihre Sachen liegen in der Stube herum und ich glaube, sie ist fortgelaufen. Gott sei gepriesen. Was ist denn hier für ein Geschrei? Oh, Master. Eliza fort. Harry fort. Hoffentlich kommt sie mit dem Kind durch. Sprich doch nicht so töricht. Haley wird denken, ich habe ihr zur Flucht geraten. Mr. Shelby? Wo ist Mr. Shelby? Was gibt es, Haley? Guten Morgen. Das muss ich sagen, Shelby. Das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich höre soeben, das Mädchen ist fort mit dem Kleinen. Ist das wahr, Sir? Andy, nimm Mr. Haleys Hut und Reitpeitsche. Nehmen Sie Platz, Haley. Ich bedauere Ihnen sagen zu müssen, dass das junge Weib während der Nacht mit dem Kind fortgelaufen sein muss. Es ist verdammt hart für einen Kerl, der einen ehrlichen Handel abgeschlossen hat, auf diese Weise geleimt zu werden. Ich werde Ihnen mit Dienern und Pferden Beistand zur Erlangung Ihres Eigentums leisten. Andy! Master? Lauf hinüber zu Sam, er soll zwei Pferde satteln. Wenn Eliza nicht hier gefunden wird, werdet ihr mit Mr. Haley mitreiten und helfen, Eliza und den Jungen zu fangen. Jawohl, Master. Hallo, Sam. Oh, Sam. Master sagt, du sollst Bill und Jerry satteln, damit wir mit dem Sklavenhändler Eliza fangen. So. Das hat's also geschlagen. Master soll sehen, was Sam kann. Aber Sam, überleg dir, ob das gut ist, wenn du dem Master hilfst. Mrs. will nicht, dass sie gefangen werden. Und sie wird dir gewaltig in die Wolle fahren. Hey, woher weißt denn du das? Ich hab's selber gehört. Wie sie von Elizas Flucht erfahren hat, hat sie ausgerufen, Gott sei gepriesen. Es ist besser, sich auf Mrs. Seite zu stellen, das rate ich dir. Auch um Elizas Willen. Und ich hätte angenommen, Mrs. würde die ganze Welt nach Eliza durchsuchen lassen. Das würde sie. Aber kannst du nicht durch eine Leiter sehen, du schwarzhändiger Du? Mrs. will nicht, dass dieser Master Haley Elizas Kleinen bekommt. Hey! Ich will dir noch mehr sagen. Du tust gut, dich mit den Pferden zu beeilen. Denn ich hörte, wie Mrs. nach dir fragte. Wo hast du dich so lange herumgetrieben, Sam? Gott schütze sie, Mrs. Pferde lassen sich nicht in einer Minute einfangen. Sie waren nach der südlichen Weide gelaufen und Gott weiß, wohin sonst. Andy hat dir vermutlich schon gesagt, dass ihr Mr. Haley begleiten und ihm den Weg zeigen sollt. Nimm die Pferde in Acht, Sam. Du weißt, Jerry war vorige Woche ein wenig lahm. Reite nicht gar zu schnell. Schone die Pferde. Lassen Sie mich nur machen, Mrs. Wir werden dem Master ganz so helfen, wie Sie es wünschen. Auf Andy und Sam ist Verlass. Hol euch der Henker, wenn ihr nur beide nicht solche verdammten Lügner wärt. Natürlich kann Master es machen, wie er will. Wenn Master es für gut hält, reiten wir den geraden Weg. Uns ist einerlei. Wenn ich's mir überlege, meine ich, der gerade Weg ist ganz bestimmt der beste. Weiber sind von Natur anders gemacht. Und denkt man, sie sind den Weg gegangen, so ist's gewiss besser, den anderen zu gehen. Und dann kann man sicher sein, sie zu finden. Meine Meinung ist, Eliza hat den Fahrweg gewählt. Deshalb halte ich es für besser, wir reiten den Geraden. Aber Sam, wir sind den Weg noch niemals geritten. Er soll verzweifelt einsam sein. Wir könnten uns verirren. Wo wir herauskommen werden, weiß der liebe Gott. Ich meine, wir sollten den Weg doch nicht nehmen. Mit eurem Geschwätz könnt ihr mich nicht von dem Weg da abbringen. Wir reiten geradenwegs zum Fluss. Basta! Maul gehalten und los!
Mrs. Hallo, Mrs. Was gibt's? Ist hier keine Fähre oder ein Boot zu bekommen? Ich will über den Fluss. Bei dem Eisgang? Und mit dem Jungen da? Warum wollen Sie denn hinüber? Ist jemand krank? Ich habe ein Kind drüben, das gefährlich erkrankt ist. Ich bekam erst gestern, spätabends, Nachricht. Nun bin ich mit dem Kleinen schon den ganzen Tag eine große Strecke gegangen, um die Fähre zu erreichen. Ist das ein Unglück? Aber wenn Sie warten... Ein Mann wohnt hier ein Stück weiter unten. Der will heute Nacht noch ein paar Fässer mit seinem Boot hinüberschaffen. Setzen Sie sich da ans Haus. Er muss bald kommen. Verdammt! 2 Stunden reiten wir jetzt kreuz und quer und vom Fluss keine Spur. Habe ich Master nicht gleich gewarnt? Wie kann auch ein fremder Herr erwarten, sich in einer fremden Gegend besser auszukennen, als Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind? Du Schuft! Du hast mir das eingebrockt! Habe ich Master nicht gesagt, der Weg sei versperrt? Sam kann es bezeugen. Hey, Sam! Sam! Hallo! Master, da unten ist der Fluss, den Sie suchen. Vorwärts! Vorwärts, ihr Schräuche! Andy! Andy! Was ist? Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich Eliza gesehen. Da unten bei der Fischerhütte. Wir müssen sie warnen, solange Haley noch nichts entdeckt hat. Dann los! Hey! Was krakelt ihr herum? Andy hat seinen Hut verloren. Seinen was? Seinen Hut. Ihr Halunken. Da vorne läuft das Weib! Läuft auf den Fluss zu! Fangt sie ein oder ich schlag euch tot! Das ist Wahnsinn, Master! Bei dem Eis kann kein Mensch auf dem Fluss. Bei Gott, das Weib ist verrückt. Das Mädchen hat 7 Teufel im Leib. So springt sie. Wie eine Katze. Sie wird ertrinken mitsamt dem Jungen. Verwünscht, sie schafft es. Du lachst, du Stolz. Gott behüte, Master. Ich kann mir nur nicht helfen. Das sieht so komisch aus, wie sie springt und hüpft und das Eis kracht. Plautz, platsch, es spritzt nur so. Herrgott, wie sie springt. Was, Andy? Verflucht. Jetzt ist sie am anderen Ufer. Tatsächlich, Master. Sie hat's geschafft. Herrgott. Und wie sie gesprungen ist, was, Sam? Ich fürchte sehr, Mrs. Shelby macht sich wegen der Pferde Sorgen. Master Haley brauchen uns jetzt nicht mehr. Mrs. würde es nicht leiden, wenn wir mit den Tieren über Elizas Brücke reiten würden. Ihr Halunken! Ihr schwarzen Halunken! Der Teufel soll euch holen! Ich danke euch. Ich danke euch, Madam, dass ihr mich und den kleinen Harry aufgenommen habt. Aber wir müssen weiter. Ich mache mir Sorgen um George. Simon muss jeden Moment zurück sein und er wird deinen Mann mitbringen. Du darfst keine Furcht haben, Eliza. Aus unserer Siedlung ist noch nie ein Flüchtling entführt worden. Daddy! Mami, sieh doch, Daddy ist da. George! Oh, George, endlich! Wir sind ganz schön in Schwitzen gekommen, als wir seine Verfolger in die Irre führen mussten. Wir haben den guten Menschen hier viel zu verdanken, Eliza. Ohne sie wären wir wieder in Haleys Händen. George, du übertreibst. Dazu sind wir auf der Welt, dass wir Menschen in Not helfen. Wenn wir uns eine gute Sache nichts kosten ließen, wären wir unseres Namens nicht wert. Wir Quäker tun das für Gott und die Menschen, George. Genug geschwätzt, Rache. Heute Nacht um 10 bringt euch Phineas Fletcher nach Sandusky. Und damit ihr nicht erkannt werdet nach den Steckbriefen, die sie überall angeschlagen haben, werden wir euch ein bisschen verkleiden. Hast du schon mal ein Kleidchen getragen, Harry? Ein Kleid? Wie die Mädchen? Wie die Mädchen. Das soll ich anziehen, Sir? Das musst du anziehen, wenn du Mammy und Daddy nicht in Gefahr bringen willst. Einverstanden? Na, wenn es sein muss, Sir. Und ab sofort heißt du Harriet, klar? Wie heißt du? Harry. Harriet. Rachel, gib Eliza eine Schere. Eine Schere? Du hast so wunderschönes, langes Haar, Eliza, und das möchten wir zur Erinnerung hier behalten. Aus deiner Mammy müssen wir nämlich einen jungen Mann machen, Harriet. Ist das nicht dein Jammer, George? Schade, das alles muss weg. So wird's gehen. Bin ich nicht ein hübscher Junge, George? Du wirst immer hübsch sein. Du kannst machen, was du willst, Eliza. Auch mit den kurzen Locken bist du eine Frau. Setz diese Mütze auf. So ein wenig zur Seite. Hm? Was machst du denn für ein Gesicht, Harry? Erkennst du mich nicht wieder? Ich heiße nicht Harry und du bist auch nicht meine Mammy. Ich weiß, es ist närrisch. Aber ich muss mich doch erst daran gewöhnen. Harriet. Wie nehmt ihr Männer den Mantel um, George? Leg ihn dir so um die Schulter, dass er locker fällt. Und ich muss fest auftreten und lange Schritte machen und den Leuten keck ins Gesicht blicken.
Gib dir keine Mühe, Eliza. Man findet dann und wann auch einmal einen bescheidenen jungen Mann. Und ich glaube, diese Rolle wird dir leichter fallen. Weshalb bist du plötzlich so ernst, George? Wir sind nur noch 24 Stunden von Kanada entfernt, Eliza. Eine Nacht und einen Tag. Nur eine Nacht und einen Tag. Und dann? Fürchtet euch nicht. Der gute Gott würde euch nicht so weit geführt haben, wenn er euch nicht retten wollte. All die langen Jahre des Elends werden zu Ende sein. Ich fühle, dass Gott uns noch heute aus der Sklaverei erlösen wird. Ich will dir glauben, Eliza. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Trouble I've seen. Glory, hallelujah. Although you see me going along, oh yes, Lord, I have my trials here below. The trouble I've seen. Glory, hallelujah. Hey Pete, haben wir heute nicht ein Prachtfrühstück? Ein Hühnerkolli für dich, ein Hühnerkolli für mich. Da hast du eins hinter die Ohren. Jubelt über das letzte Frühstück, das Vater zu Hause hat. Aber Chloe, warum schlägst du den Jungen? Er begreift's noch nicht. Verzeih, Tom, aber ich kann nicht dafür. Ich bin so voll Kummer, dass ich ganz garstig werde. Es ist schon vorbei, hoffe ich. Setz dich jetzt und iss bitte, Tom. Es ist mein bestes Huhn. Dank dir. Und du? Willst du nicht frühstücken? Ich muss deine Kleider einpacken. Es ist im Grunde ganz umsonst, denn dieser Mr. Haley nimmt sie dir doch weg. Ich kenne ihre Art. Schmutzige Karre sind's, diese Sklavenhändler. Hier sind die neuen Hemden und die alten. Die Strümpfe habe ich gestern Abend angestrickt und den Knäuel hineingesteckt zum Flicken. Aber Gott, wer soll sie flicken, wenn ich nur daran denke? Kein lebendiges Geschöpf, das für dich sorgt. Ich halte es nicht aus. Da kommt Mrs. Wozu kommt sie? Sie kann uns nicht helfen. Guten Morgen, Chloe. Guten Morgen, Tom. Kinder. Morgen, Mrs. Shelby. Tom, ich komme. Tom, ich kann dir nichts geben, was dir von Nutzen sein könnte. Aber ich versichere dir, dass ich meinen Mann bitten werde, dich zu kaufen. So wie ich das Geld habe. Nehmt es als kleinen Trost, dass Eliza und Harry gerettet sind. Nun, Nicker, bist du fertig? Ihr Diener, Madame, aber ich habe wenig Zeit, nachdem ich die Menge verschwenden musste für das Weibstück, das mir doch durch die Lappen ging. Mäßigen Sie sich, Haley. Weiß nicht, Madame, ich habe $500 hier verloren und ich muss sehen, wo ich bleibe. Der Wagen wartet. Mach's kurz, Nicker. Jetzt ist's mit meinen Tränen vorbei. Ich mag nicht vor diesen Teufelsbraten weinen. Gewiss nicht. Bringt mich zum Wagen.
Leben Sie wohl, Madame. Steig ein, Nigger. Mr. Haley, Sie brauchen Tom nicht zu fesseln. Ich versichere Ihnen, dass diese Vorsichtsmaßnahme ganz unnötig ist. Wie kann man es anders von ihm erwarten, Mrs.? Tut mir leid, Madame, aber weiteren Gefahren, mich auszusetzen, erlauben mir meine Mittel nicht. Mr. Haley, ich werde meinen Mann wissen lassen, wie Sie Tom behandeln. Ganz wie es beliebt, Madame. Sie sollten sich schämen, ihr ganzes Leben lang Männer und Frauen zu kaufen und sie zu binden wie das Vieh. Sie müssten sich eigentlich recht gemein vorkommen. Solange vornehme Leute Männer und Weiber kaufen, bin ich so gut wie ihr. Es ist nicht gemeiner, sie zu verkaufen, als sie zu kaufen. Adieu! Wie heißt denn die kleine Miss? Evangeline St. Clair. Aber Papa und alle Leute nennen mich Eve. Und wie heißt du, Onkel? Ich heiße Tom. Die kleinen Kinder oben in Kentucky nannten mich immer Onkel Tom. Dann will ich dich auch Onkel Tom nennen. Onkel Tom. Bist du schon lange auf dem Dampfer, Onkel Tom? 5 Tage, kleine Miss. Und wo fährst du hin, Onkel Tom? Fährst du auch nach New Orleans? Das weiß ich nicht. Miss Eve. Das weißt du nicht? Nein. Ich soll verkauft werden. Aber ich weiß nicht wo und ich weiß nicht an wen. Mein Papa kann dich kaufen. Und wenn er dich kauft, wirst du es gut haben. Ich will ihn gleich darum bitten. Na, Mr. St. Clair, wenn ich für den Burschen 1300 verlange, komme ich eben auf meine Kosten. Wirklich, 1300 und kein Dollar weniger. Sie Ärmster. Und für wie billig erlaubt Ihnen Ihre Nächstenliebe, ihn abzugeben, meiner Tochter zuliebe, die ganz versessen auf ihn ist? Überlegen Sie es sich, Sir. Sehen Sie ihn doch an. Breitbrüstig, stark wie ein Pferd. Und was für ein Kopf. So eine hohe Stirn deutet immer auf einen klugen Nigger, der für alles zu gebrauchen ist. Ein Nigger von solchem Gewicht und solchem Bau ist schon was wert, wenn er dumm ist. Setzt man aber seine Intelligenz noch in Rechnung, und die ist ganz ungewöhnlich, das kann ich beweisen, so erhöht sich natürlich sein Preis. Ich versichere Ihnen, der Bursche hat die ganze Farm seines Herrn verwaltet. Er ist geschäftlich ungemein begabt. Alle menschlichen und christlichen Tugenden in schwarzen Saffian gebunden. Komplett. Mir scheint, Sie müssten gerade wegen seiner Intelligenz ein paar hundert Dollar nachlassen. So gescheite Kerle denken zu viel ans Fortlaufen. Der nicht. Der ist einer von den echten Frommen. Dort, wo der herkommt, haben Sie ihn den Prediger genannt. Da könnte ich ihn als Hauskaplan benutzen. Religion ist bei uns im Hause ein merkwürdig seltener Artikel. Sie scherzen, Sir. Papa, kauf Onkel Tom. Es kommt doch nicht darauf an, was du bezahlst. Ich weiß, du hast Geld genug. Ich will ihn. Wozu denn, Mäuschen? Als Schaukelpferd oder zu was sonst? Ich will ihn glücklich machen. Ein origineller Grund, ohne Zweifel. Ich möchte wissen, was ich wert wäre, wenn man mich abschätzte. Hier, zählt nach, Mister. Alles in Ordnung, Sir. Alles in Ordnung. Hier ist der Kontrakt. Na komm, Eve. Wollen wir deinem Onkel Tom mal guten Tag sagen? Nun, Alter, wie gefällt dir der neue Herr? Gott segne Sie, Master. Na, hoffentlich. Es ist jedenfalls ebenso wahrscheinlich, dass er es auf deinen Wunsch tut wie auf meinen. Weißt du, mit Pferden umzugehen, Tom? Ich habe immer mit Pferden zu tun gehabt, Master. Master Shelby hat viele gezüchtet. Dann wirst du Kutscher. Unter der Bedingung, dass du dich ohne Grund nicht öfter als einmal in der Woche betrinkst. Ich trinke nie, Master. Du wirst es gut haben, Onkel Tom. Papa ist zu allen Leuten gut. Er lacht sie nur immer gern aus. Papa ist dir sehr verbunden für diese Empfehlung. Oh, Papa, wir sind wieder zu Hause. Ist es nicht schön, mein liebes Haus? Tom, alter Bursche, gefällt's dir wohl hier? Ja, Master. Das sieht aus wie was Rechtes. Zurück, ihr alle! Du bist's, Adolf. Heda, ihr alle. Mammy, Jimmy, Polly, Yuki. Ihr freut euch wohl, Master wiederzusehen. Adolf,
Es kommt mir vor, als sei das meine Weste. Oh, Master, die Weste war voller Weinflecken. Ich dachte, ich könnte sie nehmen. Für einen armen Nigger wie mich ist sie noch gut genug. So, so. Ich will jetzt Tom seine Herren vorstellen. Dann nimmst du ihn mit in die Küche. Dass du mir aber nicht den feinen Mann gegen ihn herauskehrst. Er ist zwei solcher Laffen wert, wie du einer bist. Komm, Tom. Mama? Schon gut, schon gut. Nimm dich in Acht, Kind, damit ich keine Kopfschmerzen bekomme. Nun, Mary, meine Liebe, sag deinem Mann ein freundliches Wort zur Begrüßung. Du bist 14 Tage länger weggeblieben. Aber ich hab dir doch geschrieben. Einen kurzen, kalten Brief. Mama, sieh her. Das ist Onkel Tom. Ich hab dir endlich einen Kutscher nach Wunsch gekauft. Er ist so schwarz und nüchtern wie ein Leichenwagen und fährt dich wie zum Begräbnis, wenn du Wert darauf legst. Nun sag nicht, wenn ich weg bin, dass ich nicht an dich denke. Ich weiß schon, er wird sich betrinken. Nein, er ist garantiert fromm und nüchtern. Wir werden sehen. Adolf, bring Tom hinunter. Und denk daran, was ich dir gesagt habe. Das reinste Nilpferd. Wo ist Eve? Sie wird ihrem Onkel Tom vermutlich bei seiner Mahlzeit zuschauen und ab und zu von seiner Gabel naschen. Eve ging schon immer gern mit Dienstboten um. Natürlich habe ich als Kind auch mit meines Vaters kleinen Negern gespielt. Aber Eve stellt sich mit jedem Geschöpf, das ihr über den Weg läuft, auf gleichen Fuß. Es ist merkwürdig mit diesem Kind. Ich glaube, du bestärkst sie darin. Du behandelst jeden Mann im Hause mit größter Nachsicht, nur mich nicht. Aber meine Liebe, verrate mir lieber, wie war der Speisezettel heute in der Kirche? Oh, der Pfarrer hielt eine ausgezeichnete Predigt. Sie entsprach genau meinen Ansichten. Dann muss sie sehr erbaulich gewesen sein. Er bewies, dass alle Stände und Unterschiede in der Gesellschaft von Gott kommen. Er war so überzeugend. Ich wollte, du hättest ihn gehört. Das ist nicht nötig. Ich kann ebenso Erbauliches aus der Zeitung lernen und dabei rauchen, was ich in der Kirche nicht kann. Es ist schrecklich, dich so reden zu hören. Schrecklich? Es ist die Wahrheit. Nun, hältst du die Sklaverei für Recht oder für Unrecht? Nehmen wir einmal an, die Baumwollpreise würden ein für alle Mal derart sinken, dass Sklavenbesitz wertlos wäre. Meinst du nicht, dass man uns die Bibel ganz anders auslegen würde? Welche Erleuchtung käme plötzlich über die Kirche und wie unverzüglich würde man entdecken, dass die Bibel und der gesunde Menschenverstand etwas ganz Verschiedenes lehren? Ich jedenfalls danke dem Himmel, dass dort, wo ich geboren bin, Sklaverei besteht. Mama, Papa, da bin ich wieder. Wo bist du die ganze Zeit über gewesen? Oh, ich war bei Onkel Tom auf der Stube. Er hat gesungen und Tante Dinah hat ihm und mir zu essen gegeben. Du hast dir von Tom etwas vorsingen lassen? Oh ja, er singt so schöne Lieder von dem neuen Jerusalem und glänzenden Engeln und dem Lande Kanaan. Und das gefällt dir besser als die Oper, nicht wahr? Ja, und er will mir die Lieder beibringen. Mein Wort, das ist der neueste Witz der Saison. Wahrhaftig. Ich habe selten etwas so Erbauliches gehört wie Toms Gebete. Kürzlich verwendete er sich für mich in einem Eifer, der ganz apostolisch war. Vielleicht merkt er, dass du ihm zuhörtest. Kaum, denn er war nicht sehr höflich. Er teilte dem Herrn seine Meinung über mich freimütig mit. Er scheint mich noch für besserungsfähig zu halten. Ich hoffe, du wirst es dir zu Herzen nehmen. Nun, wir werden sehen. Nicht wahr, Eve? Ich weiß nicht, Papa. Sicher, Papa. Darf ich jetzt wieder gehen, Mama? Ach, Onkel Tom, ich bin ja so glücklich, dass du da bist. Was für drollige Zeichen machst du denn da? Ich versuche, an Tante Chloe zu schreiben, Miss Eve. Und an meine kleinen Moose und Pete. Aber ich weiß nicht. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Ich wollte, ich könnte dir helfen, Onkel Tom. Ich habe ein bisschen schreiben gelernt. Voriges Jahr konnte ich alle Buchstaben. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Ach, Onkel Tom, wie deine Frau und die Jungs sich freuen werden. Es ist eine Schande, dass du sie überhaupt hast verlassen müssen. Ich will den Brief schreiben, damit sie wissen, wo ich bin. Und um meiner armen Frau zu sagen, dass es mir gut geht. Weil sie es sich so schrecklich zu Herzen genommen hat. Ich werde Papa bitten, dich wieder zurückgehen zu lassen. Mrs. Shelby hat versprochen, Geld für mich zu schicken, sobald sie es zusammen hat. Ich vermute, sie wird's tun. Wie mich das freut. Heda, Tom! Was treibt ihr da? Ich helfe Tom beim Schreiben. Ein Brief an seine Frau.
Ich glaube, es wäre besser, du ließest mich den Brief für dich schreiben, Tom. Ich tue es, sobald ich von meinem Spazierritt zurück bin. Es ist sehr wichtig, dass er schreibt. Seine Herrin hat versprochen, ihm Geld zu schicken, um ihn zurückzukaufen. Nun, Tom, was würdest du sagen, wenn ich dich zum freien Manne machen würde? Master. Master Sinclair. Der Herr sei gepriesen. Aber Tom, du hast es doch hier nicht so schlecht, dass du so entzückt zu sein brauchst. Nein, nein, Master, das ist's nicht. Es ist, weil ich ein freier Mann sein würde. Darüber würde ich mich so sehr freuen. Aber Tom, meinst du nicht, dass du es als Unfreier besser hast? Nein, gewiss nicht, Master Sinclair. Gewiss nicht. Aber du hättest unmöglich durch deine Arbeit solche Kleider und Essen, wie du sie bei mir hast. Das weiß ich, Master. Aber lieber hätte ich schlechte Kleider, schlechte Wohnung und alles schlecht. Und es wäre mein eigen, als wenn ich alles zum Besten hätte und es gehörte einem anderen. Ich glaube, es ist Menschennatur, Master. Tom! Hey, Tom! So, hör doch! Herrgott, wie kann einer nur so fest schlafen? Tom! Was schreist du mitten in der Nacht herum, Jungchen? Oh Gott, Tom, komm schnell! Der Master verlangt nach dir, aber der Master muss sterben. Sterben? Der Master? Was redest du für ungereimten Kram? Der Master war im Café. Da begannen zwei Männer miteinander Streit. Der Master wollte sie trennen, aber sie hatten Messer und einer der beiden hat ihn in die Brust gestochen, als er ihm das Messer wegnehmen wollte. Wo ist Master Sinclair? Drüben im Wohnhaus. Die Leute müssen hinaus, Mrs. Sinclair. Geben Sie mir Hoffnung, Doktor. Es hängt alles davon ab, dass er jetzt Ruhe hat. Tom. Wo ist Tom? Hier. Master, hier bin ich. Was ist, Master? Tom, alter Bursche, ich werde sterben. Bete mit mir, Tom. Wenn Sie einen Geistlichen wünschen. Nein, ich brauche keinen. Bete mit mir. Ricordare Jesu pie, ne me perdas illa die, querens me. Na Tom, im Haus lässt du dich kaum noch sehen, seit Master tot ist. Freundest dich mit den Pferden an? Ich bin gern hier draußen. Weißt du, dass wir alle verkauft werden sollen. Woher weißt du das? Ich versteckte mich hinter dem Vorhang, als Mrs. mit dem Anwalt sprach. In wenigen Tagen werden wir auf den Sklavenmarkt gebracht, Tom. Aber ich will lieber verkauft werden, als bei Mrs. bleiben. Warum störst du mich? Was willst du, Tom? Mrs. Sinclair. Was stotterst du? Rede. Master Sinclair versprach mir die Freiheit und wollte beim Gericht. Ich dachte, Sie würden helfen. Das werde ich keineswegs tun. Du bist einer der wertvollsten Sklaven in meinem Haus. Das kann ich mir gar nicht leisten. Wozu willst du frei sein? Aber Master Sinclair... Ich bin prinzipiell gegen jede Freilassung. Du wirst einen neuen Herrn bekommen und du wirst es nicht schlechter haben als bei mir. Jetzt hört mich mal alle an. Seht mich an. Seht mir ins Auge. Seht ihr diese Faust? Ich sage euch, diese Faust ist durch das Niederschlagen von Niggern so hart wie Eisen geworden. Hab noch keinen Nigger gekannt, den ich nicht mit einem Hieb zu Boden gebracht hätte. Jeder von euch hat ab dem Sprung zu sein, rasch, zuverlässig, den Augenblick, wo ich spreche. Das ist die Art, mit mir auszukommen. Ihr findet keine weiche Stelle in mir, nirgends. So, und nun will ich wissen, wie ihr heute gearbeitet habt. Auf die Waage, die Körbe, aber schön der Reihe nach. Der Nigger da machte uns zu schaffen, Mr. Legree. Er tat immer Baumwoll in Lucys Korb.
Komm mal her. Du da. Ja? Master Legree? Wo bist du her? Aus Kentucky, Master. Was hast du da gemacht? Habe Master Shelbys Farm verwaltet. Wer's glaubt, Master Shelbys Farm verwaltet. Du Hund, stimmt das, was Sembo mir erzählt? Du hast dieses faule Luder unterstützt? Nimm das Weib da und peitsche es aus. Du hast oft genug gesehen, wie man es macht. Peitsche sie aus! Ich muss Master um Verzeihung bitten. Ich bin nicht daran gewöhnt. Hab's noch nie getan. Und kann es nicht tun. Ist mir nicht möglich. Du wirst noch eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dir fertig bin. Da! Da! Wirst du nun immer noch sagen, du kannst es nicht tun? Ja, Master. Ich will gern arbeiten. Tag und Nacht arbeiten, solange noch Leben und Atem in mir ist. Aber das zu tun, kommt mir nicht recht vor. Und Master, ich werde es niemals tun. Niemals. Was? Was sagst du da? Was? Du verdammte schwarze Bestie! Du wagst mir zu sagen, du hältst es nicht für recht, das zu tun, was ich dir befehle? Wie kann sich einer von euch verdammten Viehzeug Gedanken machen, was recht ist? Dem will ich ein Ende machen. Was denkst du denn, wer du bist? Denkst du vielleicht, du bist ein Gentleman? Du behauptest, es wäre Unrecht, ein Weib zu peitschen? Das ist meine Meinung, Master. Das arme Geschöpf ist krank und schwach. Es wäre grausam. Und ich werde es nie und nimmer tun. Wenn Sie mich töten wollen, Master, so töten Sie mich. Aber ich werde nie meine Hand gegen einen dieser armen Menschen hier erheben. Nie. Eher will ich sterben. Na, da hat sich endlich ein frommer Hund zwischen uns Sündern eingefunden. Ein Heiliger, ein feiner Herr, der uns von unseren Sünden predigen will. Ein gewaltiger, heiliger Kerl muss das sein. Hast du nie in der Bibel gelesen? Diener, gehorchet eurem Herrn? Bin ich nicht dein Herr? Habe ich nicht bare $1,200 hingelegt für alles, was in deinem verdammten schwarzen Fell steckt? Bist du nicht mein? Mit Leib und Seele. Sprich. Nein, 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 meine Seele gehört Ihnen nicht, Master. Die haben Sie nicht gekauft. Die können Sie nicht kaufen. Wie es auch kommt. Was auch immer kommt. Sie können mir nichts anhaben. Ich kann nicht? Weißt du, dass ich mich entschlossen habe, dich totzuschlagen? Das ist sehr wahrscheinlich, Master. Ich habe mich dazu entschlossen, wenn du dir's nicht ganz schnell anders überlegst. Ich habe Ihnen nichts anderes zu sagen, Master. Ich will deinen Widerstand brechen oder dich totschlagen. Eins oder das andere. Master, laden Sie diese große Sünde nicht auf Ihre Seele. Es wird Ihnen mehr Schaden tun als mir. Tun Sie das Schlimmste, was Sie können. Meine Qual wird bald vorüber sein. Aber wenn Sie nicht bereuen, wird Ihre Qual nie zu Ende gehen. Du wagst mir zu drohen? Hund! Da! Ich glaube wahrhaftig, es ist aus mit ihm. So wäre ihm das Maul gestopft. Das ist ein Trost. Ihr armen Kreaturen. Ihr könnt mir nichts mehr tun. Swing low. To carry me home, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends I'm coming too. Coming for to carry me home. Sins away, coming for.